Einen wunderschönen guten Morgen, unsere lieben Abenteurer da draußen. Guten Morgen! Und herzlich willkommen bei uns beiden wieder. Da wir jetzt einen Monat in U-Boot unterwegs waren und es einfach an der Zeit war, mal wieder weiterzureisen, dachten wir uns, wir reisen einfach mal nach Nusa Penida. Sind wir gestern angekommen? Oh, ist richtig schön. Das Zimmer ist so toll. Ja, das gibt's erst seit 14 Tagen hier. Ja, also ganz, ganz frisch. Das Süße ist, sie haben hier so eine Agrikultur. Die haben ganz viele Hühner und Hähne. Ja, total süß. Da hinten süß. Sind sogar Babykälbchen rumgerannt. Auf jeden Fall machen wir heute eine Schnorcheltour. Wir haben nämlich gestern vier Mädels haben wir gestern kennengelernt. Vier Mädels aus den Niederlanden. Ja, und das ist total nett. Die wollen heute eine Schnorcheltour machen und da dachten wir uns, komm, schließen wir uns einfach mal an. Ne? Haben die Pläne mal spontan geändert. Wir sind mal gespannt. Also wir vertrauen dem Braten noch nicht so ganz, ja. Weil am Hafen die Touren ungefähr 1,2 Millionen kosten pro Person. Ja. Jetzt soll das Ganze 200.000 kosten. Wir wissen es nicht. Wir sind mal gespannt. Ja. Also wir nehmen auch nicht mehr mit. Also mehr bezahlen wir auch nicht. Also wir gucken mal. Gut, wir werden jetzt auf die GoPro umschalten. Die Kamera werden wir heute zu Hause lassen. Und ja, ich würde mal sagen, das wird heute ein reiner GoPro-Vlog. Also GoPro. Wir sind im Taxi auf dem Weg zu der Snorkeling-Tour. Ja. Leute, say hello. Das sind die Mädels, die wir gestern kennengelernt haben. Eine ist im Hotel geblieben. Die hatte Angst vor Fischen, die will irgendwie nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall geht es jetzt ab zum Hafen, dann geht es ab aufs Boot und dann sind wir mal gespannt, ob wir die Manta Rays sehen. Ja. Yeah. Also was man wirklich sagen muss, es ist schon alles echt noch local hier. Wenn man sich das mal anguckt, man rennt hier durch die Küchen von anderen Menschen zum Hafen, quasi. Zum Hafen, ja. Zum Hafen, das ist krass. Boah, krass, ey. Hier sind wir. Das riecht richtig. Hier sind die ganzen. Erde hier. Ja. Mega cool. So, jetzt geht's hoffentlich aufs Boot und dann werden wir schauen, wo wir ankommen. Da hinten ist übrigens der Mount Batur. Hinter dem Haus, der fette Vulkan. Den hatten wir auch gerade, wo wir hergefahren sind, im Blick. Also ist schon echt mega. Hammer aus. Richtig schön. Das Gute ist, heute ist es ein bisschen bewölkt. Das heißt, wir verbrennen vielleicht. Ja, Wir haben jetzt bestimmt noch mal eine Stunde hier vorne gewartet. Aber jetzt geht's endlich aufs Boot. Und dann sind wir mal gespannt, ob wir unser Snorkel-Stuff da auch bekommen. Boah, das sieht geil aus. Wahnsinn. Boah, ist das ein geiler View. Hammer. Er meinte, das Boot ist too crazy, it's too big for us, so we take this boat. So, auf dem Boot, jeder kriegt jetzt gerade sein Snorkel-Stuff hier, Flossen, Taucherbrillen hoffentlich auch noch. Und jetzt wird hier erstmal alles verteilt. Erstmal schön eincremen, weil ich glaube, wir werden heute nicht. Wir sind nicht so viele Leute, eigentlich insgesamt 22. Die drei Mädels sind auch mit dabei. Weniger? Aber da kommt ja noch ein zweites Boot. Und Leute, guckt euch das da hinten mal an, Mount Batur. Das sieht so geil aus. Das Wasser ist verdammt unruhig. Es wird auf jeden Fall ein Abenteuer, hier schnorcheln zu gehen. Das ist krass, aber es ist so schön hier. Das ist so krass. Ich glaube, das ist der raueste Punkt, an dem wir jemals schnorcheln waren. Oder? Krass, ey. Mega. Das wird so ein Adventure. Geil.
Geil, guckt euch diese Wellen an. Ich weiß gar nicht, wie hier rauskommt. Krass. Es ist so eine raue See hier. Aber es ist echt. Bruder, das ist so schlecht. Ja, deswegen ab ins Wasser. Tschüss, Asi. Und zack, weg ist sie. Weg ist sie. Zieh ich mir meinen Stuff an und dann geht's ab ins Wasser. Natürlich sieht man so gut wie gar nichts, weil es extrem aufgeraut ist, die See. Ich kann euch mal runterpacken. Aber es ist so schön hier. Es ist wirklich mega. Mega. Ich denke mal, wir sind am nächsten Spot angekommen. Oh, hier! There's one! Ja, ein Manta! Look at the wave! Guckt euch die Welle an, Alter! Es wird so krass hier gerade! Das wird hier gerade so wellig! Das sind Wellen, die sind mindestens 4 Meter hoch! Krass, ey! Okay, raus aus dem Wasser! Wir haben den ersten Manta gesehen! Hammer! So ein schönes Tier! Das ist so schön! Die Sonnenwetter! Yeah. Yeah. Leute, das ist so schön hier. Hier gibt es eine Bucht nach der anderen. Das muss wirklich noch Bali vorm Tourismus gewesen sein. Ja gut, ohne Boote natürlich. Aber sind total bescheiden, so klein. Ja, mega schön, wirklich. Okay guys, let's go. Into the water. Yeah, let's go. Bye bye. Bye bye. Schön, ja. Also ganz ehrlich, die Unterwasserwelt ist hier schöner als in Australien. Das hätte mir niemals gedacht. Ich habe noch nie so eine Korallen gesehen. Ja. Thailand ist in Australien nirgendwo. Auch so klar und es ist alles noch so intakt. Ja, also man merkt wirklich, dass hier noch absolut kein Tourismus ist. Ja. Wahnsinn, dass es so eine Plätze überhaupt noch gibt auf der Welt. Hey, Leute, guckt euch mal den Strand da hinten an. Da ist nichts, gar nichts. Da ist nur ein Tempel. Das heißt, es sind nur Einheimische da. Und Palmen. Geil. Lang. So sieht das hier aus. Mega cool.
Mega geil. Also, los geht's. Leute, das ist so geil. Wir können echt immer wieder nur sagen, das ist so cool hier. Ja. Wirklich schön. Das lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Und Nusa Penida ist wirklich eins der letzten Paradiese auf Bali. Man merkt es wirklich an der Natur hier. Die ist so unberührt. Es ist einfach Hammer. You had fun, guys? Yes. Yeah. Beautiful. Oh, man. Especially the big fishes. Oh, yes. All the colorful fishes. Yeah. So beautiful. Yeah, we thought about that. Yeah. So, whole success. We saw everything we wanted to see. And it's beautiful. Welcome to paradise. Ab geht's runter vom Steg, runter vom Boot. Und die Tour war so geil. Wir haben jetzt 200 pro Person bezahlt. So was von. Das war wirklich, das war mega geil. Und auch total entspannt, alles easy, ja. Nicht so mega überfüllt oder so. Also der erste Spot, der war ganz schön heftig. Da dachte ich mir, alter Schwede, ey. Ja, wenn die See so rau war, das war schon ganz schön krass. Aber die letzten beiden Spots, die waren ruhiger. Und, aber gut, wir haben auch die Manta gesehen, wo es so unruhig war, ne? Also zum Glück. So Leute, wir sind wieder zurück in unserer wunderschönen Unterkunft. Ja, es war ja eine Halbtagestour, ja. Das auch, reicht auch vollkommen aus. Das ist echt super schön. Also wirklich, das ist mega geil. Also wenn ihr auf Nusa Penida seid, geht auf jeden Fall schnorcheln, weil das ist diese Natur hier unter Wasser, ist noch so unberührt, ja, noch nicht zerstört vom Tourismus. Also wirklich highly recommended, wirklich, ganz ehrlich. Ja, ansonsten war es das erstmal für heute. Na, wir werden heute nicht mehr viel machen, allzu viel machen, außer chillen und relaxen an unserem wunderschönen Pool hier. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir heute an dem Tag. Wir verabschieden uns für heute und ja, bis schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ciao, ciao.